Hallo liebe Monis, mein Name ist KC8 vom SMG-Team und ich wollte heute euch ein bisschen die neue Eternal Edition vom neuen Sailor Moon Manga näher bringen oder zeigen, beziehungsweise. Und zwar geht es um dieses schöne Stück mit diesem wunderschönen Cover. Das ist vorletzte Woche bei mir eingetroffen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Es hat leider einige Verzögerungen gegeben, aber nun ist es endlich draußen. Ich freue mich mega über den Einband, weil dieses Bild von Sailor Jupiter einfach wahnsinnig schön ist. Und dieses große Format und diese wertige Verarbeitung ist einfach wirklich sehr, sehr gut. Ich habe hier auch mal den Manga von 2012, das war ja das letzte Mal, wo die neu rausgekommen sind. Der war auch schon sehr schön. Wie man aber sieht, ist hier zum Beispiel auf dem Einband Sailor Jupiter in der allerletzten Verwandlung drauf, was der Story technisch nicht so richtig reinpasst. In dem Manga hatte man auch Akt 17 bis Akt 21 drin. Was jetzt hier bei der neuen Eternal Edition ein bisschen anders ist. Denn die geht von Akt 22, also quasi danach, Akt 22 bis Akt 26, also ist das quasi später wie dieses hier. Ja, wie man sehen kann, ist es einfach auf jeden Fall größer, die Eternal Edition, als die alten Mangas. Was sehr gut ist, was auch, finde ich, der Story sehr, sehr gut tut. Wie man hier sehen kann, ist hier Sailor Jupiter in ihrer ersten Verwandlung, was ja auch storytechnisch so korrekt ist erstmal an der Stelle. Der Einband ist sehr farbenfroh, das Bild ist wunderschön. Man sieht auch, dass sie hier die Broschen als richtige Edelsteine gemacht haben. Und wenn man es in der Sonne hin und her dreht, dann kann man hier auch einen leichten Glitzer erkennen. Es ist aber, glaube ich, etwas schwierig zu sehen auf der Aufnahme. Die Rückseite ist auch sehr schön, diesmal sehr schlicht gehalten. Bei dem alten Manga war das ziemlich bunt. Bei dem neuen hat man hier nur nochmal die Silhouette von Sailor Jupiter drauf und dann nochmal das Logo von Sailor Moon mit einem goldenen Mond. Und der Rest ist eigentlich clean in weiß gehalten, was ich aber eigentlich auch sehr, sehr schön finde. Genauso wie hier der Rücken, wo auch nochmal steht die Eternal Edition von Sailor Moon Band 4. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, und wie gesagt, der Glitzer ist wirklich sehr schön, aber den sieht man, also er ist sehr dezent, man sieht ihn halt wirklich nur, wenn man es in der Sonne hin und her dreht und genau hinschaut. Ja, also dieses Artbook hier vorne drauf ist schon mal mega schön. Wenn man dann aufklappt, begegnen einem erstmal zwei grüne Seiten, passend zu Sailor Jupiter natürlich. Und dann geht's los mit diesem wunderschönen Artwork von Naoko. Das war damals auch in den Artbooks auf jeden Fall mit drin von Serenity. Auch nochmal da Sailor Moon Band 4. Und dann hat man hier dieses Inhaltsverzeichnis. Wie gesagt, Akt 22 bis Akt 26 ist drin. Und was ich sehr schön finde, es ist auch noch Chibiusas Bildertagebuch Kapitel 1, Vorsicht vor neuen Schülerinnen, drin. Ich könnte mir vorstellen, dass dann in den nächsten Bänden auch vielleicht Kapitel 2 und 3 noch drin sind. Und als letztes Zusatzkapitel quasi ist dann noch Casablanca Memory drin. Hier ist dann schon der erste vom ersten Kapitel, quasi das erste Bild. Und da sieht man schon, dass das in Farbe gehalten ist. Da sieht man Chibiusa. Und das finde ich wirklich sehr schön bei den neuen Eternal Editions, dass erstens die Seiten sehr, sehr wertig sind. Also die sind ja ganz andere Papierqualität wie bei den älteren damals. Das ist einfach viel, viel wertiger gestaltet und durch das größere Format, finde ich, kann man einfach die Bilder und auch die Schriften und alles viel, viel besser erkennen. Und also es tut der Story echt gut, wenn man dann, ich finde es auch viel übersichtlicher und nicht so durcheinander, selbst wie hier, wo ziemlich viele Kästchen auf einer Seite sind, ist es echt top. Ja, und wie gesagt, dann hat man halt jedes Mal, wenn ein neues Kapitel losgeht, sogar eine farbige Seite, hier zum Beispiel bei Akt 23, dieses wunderschöne Bild von den Inner Senshi, was auch damals im Artbook schon drin war.
Und da ist zum Beispiel sogar, weil das eh eine bunte Seite ist, die Seite davor sogar auch noch in bunt gehalten. Was natürlich sehr, 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 sehr schön ist. Und es gibt hier auch in dem Manga auch so doppelt, also ein Bild über zwei Seiten. Das fand ich auch sehr schön. Hier war es, genau. So hat man auch mal. Ja, das ist natürlich in dem größeren Format auch, kommt das nochmal viel besser rüber. Ja, das ist einfach wunderschön, finde ich. Genau. Und hier kommen dann auch nochmal ein paar bunte Seiten. Wie gesagt, das ist halt die Story bis Akt 26 und danach kommen halt noch diese zwei Zusatzkapitel. Bei dem ersten, bei Chibiusas Tagebuch, ist es sogar so, dass die erste Seite ist bunt und die anderen, die nächsten beiden sind dann sogar auch noch bunt. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Und bei Casablanca Memories geht es ein bisschen um Way, deswegen ja, passt jetzt nicht ganz zum Einband hier vorne mit Makoto, aber okay. Ja, da ist sie auch nochmal in einem wunderschönen Artwork drauf. Genau, und das geht dann hier bis zum Schluss. Am Ende hat man dann natürlich, wie immer, dass es jetzt die erste Auflage 2021 ist, weil es ja jetzt neu rausgekommen ist. Und dann nochmal diese schönen grünen Seiten, passend zu Sailor Jupiter. Ich muss wirklich sagen, als ich das ausgepackt habe, also da war noch eine Plastikfolie drumherum, die hatte ich jetzt aber schon abgemacht. Als ich das ausgepackt habe, war ich wirklich positiv überrascht. Ich meine, man muss natürlich auch sehen, den Preis, der ist natürlich schon ordentlich. Ich meine, die damals waren natürlich viel, viel günstiger, aber ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist qualitativ sehr, sehr hochwertig. Die Seiten fassen sich gut an. Dieser Einband ist halt wirklich wie bei einem richtigen Buch und man hat sich da auch wirklich viel Mühe gegeben mit diesem Glitzer, was eingearbeitet wurde, die ganze goldene Schrift. Also da hat sich Egmont Manga echt reingehangen und also ich bin sehr froh, dass das jetzt rausgekommen ist und ich kann es nur jedem empfehlen, weil es ist wirklich schön und es macht sich auch dann mit dem schönen Rücken hier im Bücherregal auf jeden Fall auch gut. Ja, und ich bin davon sehr überzeugt und freue mich, dass es jetzt endlich draußen ist und kann es euch wirklich nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Also dann, bis bald!